vor etwa 7 Jahren haben wir schon mal die Familienkonferenz oder Familienberatung, wie man auch sagt, gefilmt. Da warst du bereit und hast gesagt, das mache ich, mache das einfach. Und heute sitzen wir wieder hier. Du bist 7 Jahre älter und ich würde dich jetzt gerne einmal fragen, wie war das für dich, die Familienkonferenz? Und wie ist es auch, dass du jetzt gesagt hast, ich mache das nochmal? Also es ist halt ein spannendes Thema und man kann halt auch in der Familie viel mitentscheiden. Mhm. Und das ist halt auch gut für das Familienleben. Ja, kannst du dich so erinnern, was für dich so besondere Themen waren? Hattet ihr besondere Themen, wo du sagst, ach oh Gott sei Dank, das konnten wir beraten oder oh, schon wieder wird das besprochen? Also jetzt zum Beispiel Medien irgendwie mit denen, dass ich länger spielen darf oder so. Irgendwie, wenn ich mir was kaufen will oder so, irgendwie sowas. Das hat man dann auch schon besprochen, weil einige Sachen sind halt nicht so günstig, dass man sie sich einfach holen kann. Mhm. Du sagst, ja, Medien ist ein wichtiges Thema, da komme ich auch, glaube ich, nochmal darauf zurück. Ich würde gerne nochmal so Kleinigkeiten, was für dich keine Kleinigkeiten sind, für Kinder ist das was Wichtiges. Aber es geht ja auch darum, was essen wir am Sonntag zum Beispiel? Wo gehen wir hin? Auf welchen Spielplatz? Wie ist unsere Ferienplanung? Was mache ich mit meiner kleinen Schwester, die noch dazugekommen ist? Ihr seid ja jetzt eine Patchwork-Familie. Alles das. Wie war das für dich? War das auch Thema und Bestandteil eurer Familienkonferenz? Also wir haben die Familienkonferenz, was jetzt mit dem Essen, haben wir immer gemacht, wenn wir Abend gegessen haben, haben wir das halt immer gemacht, was wir dann in den nächsten Tagen essen wollen oder irgendwie, was wir uns am Wochenende unternehmen wollen, das haben wir dann immer besprochen. Mhm. Und wenn ihr nun, ihr seid ja jetzt zu viert, wenn ihr nun ganz unterschiedlicher Meinung seid, was macht ihr dann? Naja, dann machen wir halt geheime Wahlen. Oh, wie geht das denn? Also das macht man dann, da schreibt jeder einen Zettel, ohne dass es jemand sieht, und dann macht man das in Schuhkarton und dann guckt man halt, was gezogen wird, und das macht man. Okay, und nun komme ich doch nochmal auf Medien zurück, ja? Hattest du das Gefühl, ich kenne das auch aus den Elternbesprechungen, die ich habe oder aus meinen Steppkursen, dass Eltern gerade mit dem Medieneinsatz große Probleme haben, weil die Kinder so schlecht wegkommen vom PC oder was auch immer, die Spiele. Hattest du da für dich das Gefühl, dass du durch die Familienkonferenz mit deinen Eltern sozusagen gut zurechtgekommen bist, dass ihr Vereinbarungen treffen konntet und du wusstest genau, halt, das ist keine Strafe, sondern das sind Vereinbarungen, die wir hier haben. Also ja, das ist halt Sache so, wir haben uns halt dann immer abends zusammengesetzt irgendwie, um das zu bereden, irgendwie, wenn ich jetzt zum Beispiel länger spielen wollte, irgendwie, das haben wir auch mit den Jahren, ist es halt immer ein bisschen mehr geworden, weil man ja älter wird, und das haben wir dann halt immer so gemacht, und ich spiele eigentlich immer nur abends, weil wir nachmittags immer noch was unternehmen. Und dann spiele ich meistens immer so von 7 bis 20 Uhr, 21 Uhr. Mhm. Und das ist okay, da gibt es auch keinen Widerstand, sage ich jetzt mal so. Also eigentlich nicht, nur manchmal, wenn ich zum Beispiel mit einem Freund oder so was spiele oder so, dann frage ich manchmal, ob ich noch ein bisschen länger spielen darf. Und wenn nicht, dann nicht, dann mache ich auch aus. Aber wenn ja, dann spiele ich natürlich dann noch ein bisschen länger. Aber spielst du auch nicht eigentlich, oder? Nein. Okay, kann ja passieren. Okay, Medien ist jetzt gerade so wirklich ein Thema, was uns allen um die Ohren fliegt, weil es gibt nun mal viele Medien und die Jugendlichen sind sehr intensiv dabei. Und wie gesagt, das ist immer wieder Thema und ich glaube, und ich würde gerne deine Meinung dazu auch hören, ich glaube, wichtig ist, dass wir Vereinbarungen treffen. Es hat nicht so viel Sinn, nur Regeln aufzustellen, sondern wenn wir Vereinbarungen treffen und auch wirklich uns daran halten. Das, glaube ich, ist das Wichtigste, denn dann könnt ihr Jugendlichen, euch besser daran orientieren. Ich habe eine Stunde oder ich kann wählen, in der Woche habe ich 5 Stunden und wie ich die einsetze. Ist das okay für dich? Also ich glaube schon, dass das wichtig ist, dass man eher so Vereinbarungen und so macht, aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen an den Eltern liegt, wenn die sich auch mit dem Thema befassen. Ich glaube, wenn man Eltern hat, die einem zuhören können, die auch an Mimik und Gestik erkennen, wie geht es mir, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen offener. Hast du auch das Gefühl, dass du loslässt und dann sagen kannst, was du auf dem Herzen hast? Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass ich
meiner Mutter vertrauen kann. Also, sie erzählt schon ihren Lebensgefährten irgendwie ein paar Sachen von mir, aber sie erhält schon auch Sachen für sich und wir besprechen auch schon selber Sachen. Und dazu nutzt du auch die Familienkonferenz. Dafür nutzen wir so viel Vertrauen ist einfach in der Familie da. Ich kann da auch meine kleinen und großen Sorgen und Nöte sagen. Ja, ich glaube, das ist der richtige Weg, damit die Flügel, um in die Welt hinaus zu fliegen, auch kräftig wachsen können und gestärkt sind. Ja, ich möchte jetzt noch ein paar Fragen an die Mama stellen, an die Mama von Fleming, und es geht auch gleich los. Doreen, ihr habt ja nun schon viele Jahre die Familienkonferenz in eurem Familienleben sozusagen involviert. Und ich würde nun ganz gern von dir erfahren, wie ist das? Ist das ein Ritual für euch? Habt ihr feste Zeiten? Und wie funktioniert das Ganze denn? Die kleinen Dinge wie, was machen wir am Wochenende, was essen wir, das findet eigentlich fast täglich beim Mittagessen statt. Die großen Dinge haben einen ganz anderen Rahmen. Dann heißt es schon richtig Familienrat. Wir treffen uns, dann sitzen wir hier an unserem Tisch und besprechen den nächsten Urlaub, einen größeren Ausflug oder Dinge, wie Fleming angesprochen hat, die Medien. Wenn wir nicht ganz zufrieden, nicht ganz glücklich mit den Zeiten oder mit den Spielen sind, dann besprechen wir das hier und sagen unsere Ängste, unsere Sorgen, oder Fleming kommt mit seinen Vorschlägen und versucht uns zu überzeugen. Das ist dann manchmal nicht so einfach, gerade bei mir. Und dann sagt er aber, guckt euch das mal an, und wenn ihr dann sagt immer noch nein, dann ist es okay für mich. Und dann besprechen wir eigentlich, bis wann wir uns das angeguckt haben, weil Fleming sonst gerne kommt und nachhakt, habt ihr denn schon geschaut? Das ermutigt mich dann wieder ein bisschen sauer zu werden. Von daher macht es Sinn, dass wir das zeitlich so ein bisschen festlegen und dann treffen wir eine gemeinsame Entscheidung. Von daher ist es in den kleinen Alltagsdingen jeden Abend und in den großen einmal im Monat, vielleicht auch zweimal, vielleicht auch alle 5 Wochen dann. Mhm. Fleming sprach ja davon, dass ihr Wahlmöglichkeiten bzw. dass gewählt wird, dass es geheime Wahlen gibt. Mhm. Welche Erfahrungen hast du denn gemacht? Er bezeichnet, er sagt ja, es ist toll, die geheime Wahl. Wie ist das auch mit der Kleinen dann? Mhm. Geht sie da mit oder ist sie mächtig sauer? Wir haben beides schon erlebt. Wenn natürlich die geheime Wahl zugunsten unserer Tochter ausgefallen ist, war alles gut. Wenn es ein Kompromiss sein musste, dann haben wir aber auch gesagt, beim nächsten Mal können wir ja schauen, dass wir dann dein Ausflugsziel machen oder dass wir dein Armbrot essen, zaubern. Je nachdem, eigentlich ist die geheime Wahl immer für alle okay gewesen. Und es gab nicht viel große Diskussion, weil allen klar war, wir haben keinen Nenner gefunden, wir wählen geheim. Und mit dem Ergebnis müssen wir alle leben. Okay. Würdest du sagen, dass die Familienkonferenz für euch sehr zum Vorteil war, für das gesamte Familienleben? Oder was würdest du anderen Eltern mit auf den Weg geben? Ich würde anderen Eltern mit auf den Weg geben, dass man, dass alle in der Familie kompromissbereit sein müssen, dass auch ich als Mama, wenn ich einen anderen Fahrplan habe, damit leben muss, wenn mein Kind einen anderen Vorschlag macht und der in der geheimen Wahl gewinnt, gezogen, gelost wird, wie auch immer man das nennen möchte, dass ich lerne, damit umzugehen, dass ich dem Kind dann auch das Gefühl gebe, das ist okay und das ist richtig, dass du jetzt, dass dein Los entschieden hat. Beim nächsten Mal können wir es gerne anders machen. Ich würde den Eltern mit auf den Weg geben, dass es gut und richtig ist, dass die Kinder gehört werden. Wir haben eine Zeit lang auch einen Redestein gehabt, weil es mir sehr schwer gefallen ist, nicht ins Wort zu fallen. Der wanderte dann immer reihum. Den haben wir auch nochmal mit einbezogen. Das sind Dinge, die muss man lernen und da muss man sich als Familie gut gemeinsam drauf einlassen können. Und ich würde den Eltern auf jeden Fall sagen, beziehen Sie Ihre Kinder mit ein, weil das funktioniert einfach. Selbst mit der Kleinsten geht es wunderbar. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass ich euch interviewen durfte, und ich würde ein was noch gerne mit euch besprechen oder möchte gerne eure Meinung hören. Würdet ihr denn sagen, dass die Familienkonferenz
sozusagen die Krone in der Familie ist, dass jeder das Wort hat, dass jeder sagen kann, was ihn bewegt, dass Entscheidungen getroffen werden, nicht über den Kopf des anderen, sondern jeder hat für sich das Gefühl und nimmt es auch wahr, hier fühle ich mich wohl, hier kann ich alles sagen, hier darf ich alles sagen und ich werde gehört. Und ich höre aber auch zu. Was sagt ihr dazu? Also ich würde nicht sagen, dass die Familienkonferenz die Krone ist, sondern dass die Familienkonferenz quasi hilft, dass jeder die Krone hat. Dass halt jeder zuhören kann und jeder reden kann. Ja. Fertig. Ja. Ich glaube schon, dass das die Königsdisziplin ist, weil man einfach ganz sehr aufeinander achten muss und man muss zuhören und man muss kompromissbereit sein. Und ich glaube schon, dass das mit das High-End-Level sozusagen ist.